Das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe nur gesagt, ich bin soweit. Ich weiß. Found a hostel. So. Und da laufen Leute weg. Guck mal. Nein, nein. Nein. Warum machst du das? Was das hier? Ja, das. Oder das? Beides. Warum machst du das? Wir haben übrigens in dem einen Gebiet was übersehen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Machen wir kurz umschalten. Diese komische Hexe haben wir. Ja, die haben wir. Hier. Da. Die. In dem Reihe. Gebiet 3, I3, ja. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch aufgefallen in meinem Spiel. Also, ich war da noch nicht, aber ich habe das ja irgendwo in der Quest gelesen. Keine Ahnung. Hast du zufällig den Fidel dabei in deinem privaten Spiel? Nee. Okay. Das ist super witzig, wenn du den dabei hast und zu der Didi gehst. Weil das auch so ein Sprengstofftyp ist. Ja, ja, das ist auch so ein Sprengstoffirrer. Und die verstehen sich sehr gut. Wirklich oder nicht? Doch, wirklich. Die, also er ist da quasi... Sie akzeptiert ihn gleich als ihren Onkel. Aber mehr will ich dann nicht verraten. Okay, ja. Kein Geld mit den anderen. Eigentlich ziemlich süß. Können, ich. Hm? Ja, also ich glaube, es gibt ziemlich viele coole, lustige Geschichten. Also es lädt zu erneuten Durchspielen ein, wenn man denn unendlich viel Zeit hat. Ja, man muss sich halt zusammenreißen, dass man nicht immer die gleichen Charakter nimmt, weil sonst wirst du immer die gleiche Story erleben, glaube ich. Ja. So. Das ist wohl wahr. Dass man nicht immer so, nur seine Lieblingscharakter nimmt. So. Wie viele Gegner hat man denn hier, weißt du das noch? Warte, das hätten wir jetzt gerade nachschauen können. Nee, ich glaube nicht. Doch, oder? Sehen wir das hier? Doch, warte. Hier kann man mit H durchschalten. 9 Gegner. Die Jagdwespen. Okay. 7. 4 von. Ah, da kann ich nicht. Egal. Jetzt kann ich mit der Maus drüber hochwollen. Achso, hier steht's ja nochmal. 4 Marodeure. 3 Grenadiere. Ein Späher und ein Bandit. Was auch immer ein Bandit ist. Ein Bandalit. Ein Bandalit, ja. Okay. Dann. Okay. Hitman ist erschöpft. Da geht hier auf jeden Fall einer die ganze Zeit spazieren. Sollen wir. Also 2, 3, 4. Ja, hier gehen öfter. 4 sehe ich. Wenn auch die, mal. Wenn die zu 14. Kann ich dann die Granate schmeißen, meinst du? Komme ich denn hier ins Gebäude rein von Seite? Oh. Oh. Nein. Okay. Aber das war sehr dicht jetzt. Like a scorpion in a boot, Ace. What? Sind sie aufgeschreckt? Oh, die kommen näher, wir müssen angreifen. Ja. Okay. Ich komm mal ein bisschen näher ran. Ah, schon rum, okay. Keiner hat jemand Stern gesehen. Es war ein Heimlichkeitsangriff, der hat das nicht gemerkt. So. Ach verdammt, der hat jetzt keine Punkte mehr. Okay. Hans, kannst du dich hinlegen? Das ist super. Wieso hat der immer noch. Wenn der auf den Kopf schießt, macht es doch gar keinen Sinn, dass der auf die Band schießt. Das heißt, die Stellen. Ist der noch verborgen? Nee. Also, meine sind alle verborgen, aber ich komme leider nirgendwo hin, wo ich schießen kann. Like a scorpion in a boot, Ace. Ich stehe jetzt und trotzdem wird er mir. Ich probiere das jetzt einfach trotzdem. Kann ja nur schief gehen. Oh, die hat Blutung. Ja, keine Ahnung, wie ich da nach unten schießen kann. Ja, wahrscheinlich streut das auch nach unten. Also es streut quasi rund.
In dem alten war es ja so, wenn du deine Söldner zu oft aufeinander hast schießen lassen, dass die sich selbstständig dann bekämpft haben. Mhm. Nicht, dass ich das irgendwie... habe ich gehört. Ist ja voll sadistisch, das zu machen. Du kannst nichts machen. Nein! Oh. Schießt der hin? Yes? Boah, die haben eine riesen Reichweite, diese Dinger. Kann ich auf irgendwas schießen? Ah ja. Streifschuss? Den Streifschuss hätte ich mir auch sparen können. Ich auch so. Kein guter Platz. Kann es wahrscheinlich bloß auf ganz schießen, das. Okay. Ja, ja, ist okay. Ja, sag mal. Wie kann der denn? Oh, von unten kommen auch welche. Ah, bin ich entdeckt? Ja. Oh, der Legion. Das ist dieser blöde Nebel. Die Frage ist, wie viel besser schießt ich, wenn ich dann näher hingehe? Nicht viel besser. Also, der Hitman schießt von da jetzt auch trotzdem plus. Heimlich töten bringt hier 5 Bonusschaden. Das war gut. Und er ist immer noch verborgen, sehr schön. Ach verdammt. Ready. Going undercover. Okay. Läuft er weg? Yes? Hm. Ich glaube, da hinten beim Haus noch welche. Bei dir noch einer, oder? Ja, ich glaube schon. Weil da immer wieder die Kamera hinspringt, wenn die am Zug sind. Okay. Hier ist aber keine Deckung, das ist ein bisschen doof. Lass mich hier in Sicherheit, so. Oh, von da. Das Kirchenfenster kaputt gemacht, dieser Rowdy. Blasphemie. Okay. Muss ich doch wieder zurück mit der Banz. Nicht so ganz sicher, wie weit ich da vorgehen soll. Easy pickings. Okay, 2 sind bei mir noch versteckt. Decent chance, given they don't see me.
Oh, sehr schön. Ein Streifschuss mit 76 Schaden. Ja, das ist so gut. Der MD schießt echt nicht schlecht manchmal. Also entweder trifft er gar nichts oder er schießt ganz gut. Mhm. Aber beides geht irgendwie nicht. Die Frage ist, sehe ich den? Und wenn ja? Ah, die müssten noch anzeigen, wann der Typ mal nicht mehr verborgen ist. Ja, das wäre nett. Irgendwie nützlich. Das wäre richtig gut. Ah, treffe ich den... Was ich auch schön fände... Was jetzt aus dem Alten leider nicht übernommen. Okay, das war schlecht. Das war natürlich jetzt ganz dumm. Das ist diese Erschöpfungsanzeige. Das war nicht im Alten, war das schon drin. Da hattest du noch so einen Ausdauerbalken. Mhm. Na, ich probier's mal von hier. Da! Ah. Abschluss! Beide sind noch aktiv, okay. Ich kann Stufenaufstieg machen. Yep. Thanks. Appreciate it. Shit! There's an enemy over there! Okay. I will try to remain hidden. What? In my sight. Huh? Like a scorpion in a boot, Ace. Achtung. Ich bin... Guys, wo sind sie? They spotted us. You know, okay. Just a heads up. Das ist vielleicht... Good chance of me, not missing. Na, ich hoffe mal, dass du jetzt nicht misst. Dann lauf. Muss das einfach loswerden? Der Stream bringt meine CPU auf 84 Grad, das ist gar nicht so witzig. Das muss ich irgendwie anders regulieren. Das ist nicht schön. Nicht gut. Das trotz Lüfter. Das heißt trotz Lüfter, ja. Also weil du hast ja die Lüfter so eingestellt, dass die volle Pulle laufen. Ja, ich kann bloß einen einstellen auf 100%. Mhm. Oder beziehungsweise ich habe alle auf 100% gestellt, aber ich weiß nicht, ob ich dabei den anderen noch was umstellen muss. Hitman Hennessy. They'll have no idea what hit them. So, jetzt die Frage, von wo kommen sie? Come and get it, you saps! I was never good at hide and seek. Ist in dem Angelhaus noch einer oder nicht? Yes? Wen haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Fünf. Du hast einen bei der Hütte erlegt, gell? 6. Ja. Ich schau mal, ob in der Hütte noch einer ist. Ja. Okay. Versuch mal aufzuwerten, so lang. Some stuff over there. Ah, da hat er was gefunden. Ich mach diese Schleichmechanik. Die finde ich sehr schön. Eine Leuchtpistole ist hier. Cool. Erleuchtet einen großen Bereich. Hohe Reichweite, lautlos. Nicht wahr.
aus. Auch hier an der Hütte ist keiner mehr. Kann ich jetzt was machen? Okay. Ja. Was ist das für ein Ding? Generator? Hier ist eine Falle. Oh. Sprengfalle? Wer macht Fallen? Technik oder Sprengstoff? Kommt auf die Falle an, oder? Falle deaktivieren. Ja. Keine Ahnung. Ich denke mal Technik, oder? Keine Ahnung. Soll ich es probieren oder nicht? Wir können die Falle auch einfach ignorieren. Ja, kann man auch. Und erstmal clearen und dann. Das ist wahrscheinlich eh bloß ein Alarm, oder? Möglich, könnte auch sein. Gehst du so rum, ich gehe andersrum? Okay. Dann nehmen wir sie in die Zange. Ready. Schon aber auf dem Turm einer sitzt. Oh, hier habe ich überhaupt keine Deckung. Halt eine Leiche mitten im See. Fällt mir nicht. Wenn der im Haus ist, dann. Sein Pater in dem Haus. Ach, der Kirch. They'll have no idea what hit him. I will try to remain hidden. Ready. Quiet. Like a scorpion in a boot, Ace. Try and be quiet. Hm. In meinem Spiel habe ich diesen Angriffstrupp, der das Dorf Ernie angreift, nicht abgefangen, sondern das kam mit, hat den Sektor angegriffen. Und dann stand aber die MG schon da. Und wenn du dich in die MG reinsetzt, dann kriegst du da, dann macht er im Prinzip, ist der die ganze Zeit wie in so einem Überwachungsmodus. Mhm. Ist schon nicht schlecht, ordentlich Damage gemacht. Ohne das MG wäre der Kampf super schwer gewesen. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, wie das funktioniert. Aber. Ich habe das auch gemacht bei meinem Spiel. Also, die haben auch den Sektor angegriffen. Und. Ich hatte aber schon Miliz. Und ja, eine hatte ich auch schon. Hab das MG aber noch nicht aufgestellt gehabt. Aber es war wesentlich einfacher als das, was wir gemacht haben. Vor allem der Kampf dann in dem Sektor, den wir dann mit beiden Einheiten hatten. Der war viel einfacher dann. Ich hab den dann erst danach erobert. Ich hab keinen Platz mehr in meiner Tasche. Jetzt. Ich schau mal in die Kirche rein. Like a scorpion in a boot, Ace. Sure. Ready. Moving. I was never good at hide and seek. Quiet. They'll have no idea what hit them. I will try to remain hidden.
Bei dem Fischerhaus warst du drüben und oberhalb des Fischerhauses warst du da auch? Nee, bei dem Turm war ich noch nicht. Da habe ich mich nicht rangetraut, weil ich von der Seite eine scheiß Deckung hatte. Wenn einer sitzt, dann ballert er dich da weg. Ich bräuchte jemanden, der Schlösser knacken kann. Oder ein Brecheisen hat. Ah, Hitman hat ein Brecheisen. Er kann Schloss knacken. Kann nicht geöffnet werden. Kann auf keine Weise geöffnet werden. Okay, dann vergiss es. Kannst du mit der Granate ein Loch in die Wand springen? Ja, wahrscheinlich eher. Eher mit dem Pater dann reden. Oder einfach mit einer Granate ein Loch in die Wand springen. Ja, aber ich habe nur noch zwei. Die hebe ich auf. Da ist einer. Im Turm? Bei mir, naja, nicht im Turm. Hier ums Eck. Okay. Ich nähere mich mal von der anderen Seite. Sure. This? What? Quiet. I was never good at hide and seek. Trying to be quiet. Sind zwei. Shush now, Ace. Okay. Trying to be quiet. They'll have no idea what hit them. Sneaking up. Wird mal angreifen. Warte kurz noch. Es geht. Bin ich nämlich auch gleich in Position. Quietly? Like this? Quiet. Shush now, Ace. Okay. Ich ja? Okay. Dann. Ready. Okay. Hä, was ist das? Trying to be quiet. Wieso blind feuern? Wieso muss ich da blind feuern? Muss ich? Achtung. Nochmal eine volle Salve. Oh, das macht das Gewehr ein bisschen kaputt, aber hat Spaß gemacht. Like a scorpion in a boot, Ace. When they ain't paying attention. No. There's never good at hide and seek. Good odds, I believe. All right. Der hat echt einen Lauf gehabt, diese Runde. Ready to, do stuff. Let's go, guys. Ich gebe dir mal ein bisschen was. Sure thing. Ich gebe dir nichts. Ich hätte noch Bauteile für dich. Zum die können in den Truppding. Schwarze Pulver kann ich nicht. Also so Herstellung, so. Waffenteile und
Sprengstoffe und. Warte mal, kann das hier drauf vorwarten? Gebe ich es mal dem Hitman. Dann kannst du das zumindest irgendwie verwerten. Ja, mach das. Wenn du willst. Ich hab dem auch schon was in die Tasche gesteckt. Wobei ich gar nicht weiß, was ich mit Schwarzpulver machen kann. Geben, aufteilen. Hm. Hat nichts. Komm. Hier. Gut. Achso. Also kurz, ich möchte bloß wissen, uns das jetzt. Hat uns das bei der Wiener was gebracht? $100, kann das sein? War das alles? Und die anderen zwei Dinger noch befreien, oder? Ja. Können wir jetzt schon Miliz ausbilden? Ja, das wird schon gehen. Wir haben unsere Söldner nur noch 22 Stunden, ja. Zumindest zwei davon. Ja, dann reden wir erstmal mit dem Partner. Pater. Ich habe hier noch einen, der heißt Schlitzer, sehr vertrauenserweckend. Und den Gangster habe ich hier auch noch. Ja, dann reden wir. Obwohl? Ich rede mal erstmal mit dem Gangster. Boah, ich würde gerne. Da bist du. Okay. Schwätzer. Heading out. Was sind das für Typen? Der Typ hat eine Waffe und geholfen hat uns nicht. Wachkopf. Da wahrscheinlich. Erholungshändler. Ich hab hier eine. Ich rede mal mit dem Pater. Für 1000. Welcome to the House of Blessed Spirits. A Church of God and Temple to the Spirits. I am Father Tucker. All are welcome here, especially if you have diamonds to sell. All sales contribute to the good of the village. Der kauft Diamanten. Yes. The House of Blessed Spirits needs repairs and insurance payments need to be made. The humble profit I make reselling diamonds allows me to help those in need by offering them a free meal every day. But if you are interested in buying diamonds, I can sell you a few tiny pieces I have. Ein Diamanten für $1,000 und für 500 kannst du sie verkaufen. Aber wir können sie für 600 verkaufen, also wenn wir welche haben, ist es hier besser, als wenn wir sie so aus dem Inventar raus verkaufen. Ja, das. Hast du noch welche? Nee. Ich auch nicht. Die Preise können aber besser sein. Probably. But you don't just get money for your diamonds. You will also have my blessing. Everyone in town will know that you contributed to the well-being of the House of Blessed Spirits and they will love you for it. Perhaps I can offer you a slightly better price, but it won't be much. My margin is already quite low. I barely turn much of a profit as it is. Oh, cool. I need to make payments to my good friend Boss Bluebell, so he can continue to protect this church from vandals and thieves. Yeah, it's a nice church. Be a shame if something were to happen to him. He is a good man. Not necessarily a kind person, but he is fair and never resorts to violence unless needed. Very well respected. He keeps the peace. Woher stammen denn Diamanten? My flock is very poor, but they sometimes find a tiny diamond, one way or another. And I always tell them, every diamond is clean in the eyes of God. Interessante Religion. This is no secret. I will tell you.
My friend Lali at the flea market buys them from me and resells them on the black market. I am no trader, so I am grateful for his help in selling the diamonds. He is truly a godsend. Okay. Gott und die Geister? The spirits guided the people of these lands long before they learned of Christ. The teachings of their ancestors must be seen in the teachings of the Lord if we want the people to understand and live with the true faith in their hearts. But it is no secret that lately the people's faith has been shaken. The recent trouble we've been having here at the House of Blessed Spirits isn't helping. There has been a restless spirit scratching and poking around the church walls at night. Of course, I know it's just a man, but one no doubt possessed by an evil spirit. Please, if you could deal with this problem, I would be grateful. As long as the restless spirit persists, my flock loses more and more faith in my ability to give them hope and guidance. Once, I sacrificed a goat to try to coax the evil spirit out of him. But when I approached the man, he ran off towards the river. He's cursed. He sounds cursed. I lost him along the southeast bank, not far from here. The smugglers have tried to catch him as well, but he always manages to hide in time. Südwesten, okay. Walk in peace with God. We're moving, Ace. So, wer löst jetzt die Falle aus? Ich habe leider gerade was zu tun. Okay. Here, here, take a look. It all works. If you die on the spot while testing the goods, you'll get a full refund. Wie gütig. Magazin kaufen, hast du es gemacht? Nee. Ich klicke mal an. Ja, dann kaufst du das Magazin. Einmal fantastische Wortwitze habe ich genommen. Erhöht Führungsqualität. Das ist natürlich riesig. Das gebe ich mal meinem kostenlosen Charakter. Oder willst du das irgendwie noch? Weil der unsere Milizen ausbildet. Ja, der hat 52 Führung. Achso, ja. Das macht er eigentlich. Der bekommen, der unsere Milizen ausbildet, oder? Bisher hat das ja Hitman immer gemacht. Ja. Aber wir können es auch noch aufheben. Dass wir uns wirklich einen zweiten Trupp bestellen, der nur Führung. Der nur Milizen macht. Ja, zwei Leute brauchen wir halt da. Die das machen. Ja, ich glaube, so schlecht ist der Hitman da gar nicht. Ja. Ja, so teuer ist der nicht, oder? Nee, die andere, die günstige ist, die Kalina, die hat auch nicht, also die hat auch 52 Führung. Die ist auch nicht so teuer, aber die hat eigentlich, ja. Ach, die ist Technikerin. Ja, mach einfach. Du hast schon recht, das ist wahrscheinlich etwas besser. So. So. Ich hab grad das Fenster eingeschlagen, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, so relevant sind diese Bücher eh nicht. Jetzt die Falle deaktivieren oder nicht? Ich speichere jetzt mal kurz. Ja, Wolf kann das, oder? Okay. Ach nee, ach sie war ja die Technik. 40 Schaden hat die bekommen. Ich mach das mal mit Biber. What? Wobei. Nee, ist doch eine Sprengfalle. War das 40 Schaden, Mann. Das war schon heftig. Ja, die ist jetzt erstmal. Ja, wir müssen eh heilen, weil die Banz ist ja auch verletzt. Und der Hitman ist erschöpft. Oder ja, gut. Sollen wir noch einen Sektor probieren? So, ja. Oder sollen wir erstmal heilen und reparieren hier? Das sind halt 10 Gegner und 14 Gegner.
Ich glaube, wir sollten heilen und eine Miliz ausbilden hier. Ja. Und reparieren. Kannst du die Operation, kannst du dir auch zuweisen? Ja. Ja. Okay, dann mach du das mal, weil... Sonst machen wir da beide... Geht's eigentlich schneller, wenn zwei Leute... Ja. Soll ich den... Achso. Problem ist, wenn ich... Ich kann sogar drei Leute heilen lassen und aus plus 10 Stunden. Aber ich weiß nicht, brauchen wir den Wolf für die Miliz? Wahrscheinlich ist das Beste, oder? Ja, und irgendwer sollte reparieren auch. Okay. I'll get right on it. Ja, reparieren? Keine Ahnung. Wie ist mit Milizausbildung? Zwei Leute Miliz und einer reparieren, oder? Ja, genau. So will ich es machen. Miliz ist wichtiger erstmal. Reparieren ist nicht so. So kaputt sind die Sachen. Die Frage ist, es besser, wenn. In 15 Stunden? 12 Stunden. Du hast halt keine Technik, oder? Zum Reparieren? Doch, ein bisschen. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen habe ich. Das hier. Brauchst du deine Schusswaffen? Deine Einhandwaffen, meine ich sozusagen? Du siehst ja, was ausgerüstet ist. Nee, eigentlich nicht so dringend. Ja, deswegen frage ich ja, weil die ausgerüsteten. Ja, die ausgerüsteten Langwaffen würde ich erstmal reparieren. Und dann Rüstung vielleicht oder so. Ja. Aber 4 Tage ist schon ein bisschen lang irgendwie. Ja, das stimmt. Aber ist egal, das kannst du zwischendrin auch abbrechen. Dann ist halt nur das Vordere repariert. Du kannst es drin lassen. Wir brechen dann halt ab auf. Ich mach mal 13 Stunden, weil das andere dauert, glaube ich, auch ungefähr 13 Stunden. Ja, mach doch automatisch auffüllen, dann ist es so das anrepariert. Ja, aber dann. So weit kommen wir eh nicht. Das ist egal, dann repariert er wenigstens weiter. I'll get it done. Das ist wurscht. Ja, passt schon, das ist doch 3. Ja, ist doch. So weit kommen wir eh nicht. Ja. Wir müssen eh gleich erstmal wieder neue Söldner kaufen. Verlängern. What's next? Lass nicht nochmal. 10 Stunden gedauert. Sind die geheilt schon? Nee, noch nicht ganz. Aber wir sind gleich geheilt. Und der Hitman muss sich auch noch erholen, also würde ich sagen, nein. Wann erholt er sich? Er kann sich, glaube ich, warte mal. Der müsste gleich. Erhöhung und Entspannung. Können wir beschleunigen bei ihm. So. Wieso dauert es noch 16 Stunden, bis der sich erholt hat? Weiß ich nicht. Aber wir müssen weitermachen, oder? Wie weitermachen? Ja, weiterlaufen lassen. Warum? Was willst du machen? Ja, warten, bis er sich erholt hat. Okay, ja, dann warte schnell. Ja, weil Erholung und Entspannung 16 Stunden dauert, deswegen dauert es so lang. Weil er dann irgendeinen Buff bekommt. Ach, ich dachte, er beschleunigt das. Nee, da kriegt er, glaube ich, bloß irgendeinen Buff. Doch, nee, außerdem heilen Wunden schneller und alle Erschöpfungseffekte werden entfernt. Ja, aber es ja, okay. Dauert trotzdem länger. Machen halt, keine Ahnung, ein paar Leute gar nichts, oder? Ja, die holen sich ja auch. Ja, dann mache ich das weg und dann schauen wir mal, ob es schneller geht.
Ja, ich weiß es nicht. Sonst würde ich halt. Sonst müssen wir halt nochmal Miliz ausbilden. Jetzt ist Hitman nicht mehr müde. Okay. Ey, warte. Jetzt habe ich es wieder reingemacht, oder? Also das doch enden. Also. Nein! Abbrechen. Ja. Jetzt ist es vorbei. Okay, jetzt sind wir, dann können wir ja weiter, oder? Welchen Sektor? Okay. Ich glaube, den Wolf behalten wir, das ist echt ganz gut, oder? Ich würde sie jetzt alle erstmal behalten. Ja. Wie lang? 6 Tage gleich? Ja. Wer läuft noch aus? Kalina? Okay. Let's get this little matter squared away. Good, Ace. I knew you would appreciate first-class hitman. Okay. I just remembered when the last full moon was. Wird gleich wieder teurer wahrscheinlich. My contract is at an end. Renew? I hear there should be treasure on the adventure. I want some treasure to bring back home. Die ist echt nervig, die will jedes Mal mehr Kohle. Hat die nicht auch gelevelt? Ah ne, die Banz hat gelevelt, ne? Ja. Die läuft auch bald Alright. Aus. So. Hm. Dann greifen wir mal an. Welchen? Den gleich rechts davon, oder? Ja, da hätten wir zumindest einen Hafen und eine Reparaturwerkstatt. Ja, ist doch ganz gut. Da kann man nämlich Operationen und Sprengen. Körper herstellen. Okay. Was haben wir denn hier? Banditen? Scharfschütze, Marodeur, Grenadier. Okay, das sind. Geht, glaube ich. Ist jetzt auch nicht so, als ob wir so viel Wahl hätten. Ja, wir hätten einen anderen Sektor erst nehmen können, aber. Ja, aber hilft uns ja auch deswegen nicht werden das ja auch nicht weniger.